it looks very legitimate. Ja, es sieht sehr legitim aus, wenn der Präsident spricht. Aber ich glaube kein Wort davon. Das war in erster Linie eine Propagandabotschaft für die amerikanische Öffentlichkeit. Antti Poulamets ist Historiker und führendes Mitglied der estnischen konservativen Volkspartei. In dieser Folge sprechen wir über Tucker Carlsons Interview mit Wladimir Putin, Trumps NATO-Kommentare, die internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO und über den europäischen Green Deal. Dieser Green Deal zerstört einfach die europäische Wirtschaft und ist wie der sowjetische Vierjahresplan. Das ist American Thought Leaders und ich bin Jan Jekielek.